Versprochen ist versprochen und darum lade ich jetzt passend zu Ostern das Video zur Haarspendenaktion mit dem Kinderschutzengel e.V. hoch. Wie ihr sehen könnt, ist die Spendensumme von 3.000 Euro zusammengekommen. Wir haben sogar fast 5.500 Euro sammeln können für die Therapiehunde, was mich mega freut. Ja, die Haare sind ab. Das ist am Kurfürstendamm in Berlin Mitte März passiert und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Mit meiner Verwandlung, mit meinen ganzen Erlebnissen an den Tag. Ja, schaut es euch einfach an. Ob das hier stehen würde, weiß ich aber nicht. Sag ich dir. Ja. Du bist ehrlich. Das ist ernsthaft. Du wirst ein bisschen länger lachen. Ja, okay, dann machen wir es so. Jetzt noch mal ganz kurz. Danke. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ja, jetzt ist der Arm. So schön, dass wir lang haben. Wahnsinn. So, jetzt wollte ich immer von vorne. Bis gleich. Warum hast du das gemacht? Ich habe es gemacht, weil ich schon immer meine Haare spenden wollte und weil ich das für eine tolle Aktion halte. Ah, da ist er. Einerseits halt die Haare zu spenden, dass da für Verrückte kranke Kinder gemacht werden können und auf der anderen Seite ist eine Spendenaktion für die Kinder. Möchtest du deine YouTube-Abonnenten noch was sagen? Ja, Leute, ich bin jetzt in Berlin. Die Haare sind ab, wie ihr sehen könnt. Sie wurden mir gerade abgeschnitten. Und hier sind sie. Das sind meine Haare. Ich kann es nur nicht glauben, dass sie jetzt hier dran stehen. Und braucht, glaube ich, noch ein bisschen, um es zu realisieren. Das ist hier ja, ganz schön krass. Also du strahlst, das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich freue mich voll. Ich glaube, ich war das letzte Mal vor 4 Jahren beim Friseur. Ich schneide mir die Haare sonst immer selber. Wirklich? Ich weiß, das ist ein absolutes No-Go. Warum aber? Die Schwester meiner Vermieterin ist Friseurin und die rastet immer richtig aus, wenn ich sage, dass ich mir die Haare selber schneide. Sie ist so, nein, wie kann man sowas machen? Das machen nur Leute, die auf dem Dorf leben und ihre Hühner züchten und eine Schafsherde von sich her tragen. Die schneiden sich die Haare selber. Bye.
Na, was sagst du? Richtig geil. Das hält mich richtig gut. Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein paar Tage, um mich an die neuen Haarschnitte zu gewöhnen. Einfach, dass die so leicht sind, aber. Tschüss! So, die Kamera läuft. Ja, es ist jetzt etwas Zeit vergangen. Wir sind jetzt schon am Zopp in Berlin. Ich fahre jetzt gleich auch schon wieder zurück nach Hannover. Ihr habt ja gerade als letzte Szene noch das bei Udo im Salon gesehen. Seitdem sind wir halt rausgegangen, sind mit Jacqueline und ihrem Mann noch essen gewesen. Tobi, das ist mein Kameramann heute. Kannst du dich mal zeigen, Tobi? Nö, ich bin ja nur der Kameramann. Tobi möchte sich nicht zeigen. Ja, wir waren noch lecker italienisch essen, haben ein bisschen gequatscht und ja. Jetzt bin ich am Zopp, Tobi fährt gleich vom Hauptbahnhof ab. Das ist meine neue Frisur. Ja, ich bin sehr glücklich, gefällt mir sehr gut. Und ja, es war auf jeden Fall eine aufregende Aktion. Bin so glücklich, dass die Spendengelder zusammengekommen sind. Was nicht heißt, dass ihr nicht auch weiterhin spenden könnt. Also unten in der Videobeschreibung ist auch nochmal der Link zu dem Spendenkonto, da seht ihr halt die Spendenkontodaten, dann könnt ihr auch noch weiter spenden für den Kinderschutzengel e.V. Die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ich packe auch nochmal den Link zu deren Website in die Videobeschreibung. Ja, die Haare, die werden jetzt gespendet an einen Verein, der in Wien ist. Und ja, wir sind mal gespannt, was für ein Kind letztendlich meine Haare kriegt und was für eine Perücke daraus gemacht wird. Weitere Informationen folgen noch. Und ja, damit würde ich dieses Video auch schon beenden. Es war ein sehr aufregender, schöner Tag. Es ist viel passiert. Ja, war ganz krass, als die Haare dann endlich ab waren. Aber der Kopf fühlt sich jetzt sehr leicht an. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es wirklich für einen tollen Zweck ist. Macht's gut, habt eine gute Nacht. Tschüss!